Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Videoreihe hier auf der Spielwiese. Wir spielen 5 Stunden Pillars of Eternity 2 Deadfire, ein kleines Mini-Let's Play. Und ja, warum unbedingt jetzt 5 Stunden und nicht ein komplettes Let's Play oder mein berühmtes 10 Stunden Format? Ganz einfach, hat mehrere Gründe. Zum einen, ich würde gerne Pillars of Eternity 2 spielen, das ist mir ein großes Anliegen. Ich würde gerne, dass ihr zumindest am Anfang mit dabei seid. Punkt 2, das ist der Grund, warum ich so überhaupt spiele. Der zweite Punkt ist, warum 5 Stunden? Weil ich eigentlich noch ein großes Obsidian-Rollenspiel am Start habe, nämlich Tyranny. Und ich fände es ein bisschen unpassend, schändlich fast sogar, wenn ich jetzt noch ein zweites großes Rollenspiel, das im Prinzip auch in diese Infinity-Engine-Ecke geht, wenn ich da nochmal eins anfangen würde und das andere noch nicht mal fertig gespielt hätte. Ne? Also das wäre irgendwie blöd. Ich möchte aber jetzt diesen Moment und diesen Hype, der jetzt gerade um das Spiel herrscht, der jetzt auch bei mir innerlich, dieser Hype-Train, der bei mir innerlich gerade Chu-Chu-Chu macht, nicht ignorieren, sondern ich möchte einfach jetzt mal spielen, loslegen mit euch zusammen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwas anfange, was ich dann eh nicht zu Ende bringe oder wo ich dann wieder ewig brauche, nein, machen wir nicht. Wir machen schön straight 5 Stunden Pillars of Eternity 2 zusammen. Wer weiß, vielleicht macht mir das so viel Bock und die Klickzahlen schnell in die Höhe, dass ich sage, ich kann gar nicht anders als weiterzumachen. Ich bezweifle es zwar eher, aber wer weiß. Aber ich denke, auch in 5 Stunden hätte man dann schon einen ganz guten Einblick in das Spiel. Und dann ist mir auch keiner böse, wenn ich dann sage, okay, ich kann an der Stelle nicht weitermachen, weil ich halt einfach noch zu viele andere Projekte habe. Das hier ist die Folge 0, also die berühmt-berüchtigte Epilog-Folge, in der ich eben so ein paar Sachen von vornherein erkläre, bevor ich mit dem eigentlichen Gameplay anfange. Die bleibt hier doch ganz kurz. Vielleicht nur ganz schnell zum Hinweis, ich habe Pillars 1 durchgespielt, und zwar das Hauptspiel, nicht das Add-on The White March. Das habe ich zwar gekauft, aber dann ist irgendwie der Zug hier im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren gewesen und ich habe das dann nicht mehr nachgespielt, als ich das dann hatte. Aber den Vorgänger habe ich komplett durchgespielt, auch mit einigem Genuss, möchte ich sagen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was ich vorher gespielt habe, also welche Klasse ich im ersten Teil hatte. Ich meine, ich hätte da einen Paladin gespielt. Und deswegen möchte ich auch in Teil 2 in Paladin spielen. Ich denke, das ist eine ganz coole Klasse. Ich habe früher ja eher so komplexe Klassen bevorzugt wie Magier und sowas, aber mit zunehmendem Alter ist das so, dass man diese Komplexitäten dann auch nicht mehr so ganz nach Feierabend erfassen kann. Ich mag mittlerweile so Charaktere, die so ein bisschen hybridmäßig drauf sind, die kämpfen können, in dem Fall auch noch heilen können. Ich habe mir auch sagen lassen, dass der Paladin wohl eine ganz gute Multiklasse wäre. Also man kann ja später dann wohl kombinieren und dann nochmal eine neue Klasse draus basteln. Was ich mir gut vorstellen könnte, vielleicht so ein Paladin kombiniert mit einem Fighter oder mit einem Barbarian oder vielleicht auch mit einem Priester oder sowas. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir werden sehen. Also ist es so, aktuell, wir haben jetzt 19.32 Uhr. Das Spiel sollte seit 19 Uhr erhältlich sein. Ist es auch, aber es buffert quasi noch irgendwie darum, also es ist noch nicht startbereit. In 3 Minuten, sagt er mir, geht's los. Mein Plan ist, dass ich jetzt diese Folge hier veröffentliche, die Nuller-Folge, damit ihr wisst, dass es losgeht heute. Und ich werde dann Teile in je 20 Minuten ja, zusammenbringen. Das heißt also, eine Stunde 3 Teile, das heißt, wir sind bei 15 Teilen, wenn es richtig passt, plus Epilogfolge, also 16 Teile, wenn alles passt. Und dann sind die 5 Stunden rum. So müsste es eigentlich sein. Ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr bleibt dabei und ich hoffe, es macht auch Spaß. Ich habe schon einiges über das Spiel gelesen und ich denke, dass es sogar noch besser als Teil 1 sein könnte. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv, sehe ich sehr, sehr positiv diesem Spiel entgegen. Und mit den Worten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und wünsche uns dann gleich einen schönen Start in das Let's Play. Vielen Dank und bis gleich. Tschüss.